Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir haben haufenweise Aufträge bekommen, wie es ausschaut. Wir müssen nicht nur Konverter ausschalten, sondern, haufenweise Zeugs hier erledigen. Ihr seht schon, das ist ja heftig. Familientreffen, Vaterfreuden. Ich glaube, wir fangen mit was ganz was Lieben und Tollem an. Ich wäre echt mal gespannt, Papa wiederzusehen. Wir werden ihn das erste Mal sehen. Was? Wartek. Der ist gleich da? Das ist praktisch. Das ist praktisch. Das heißt, er war die ganze Zeit vor unserer Nase. Ich bin bei dem einfach vorbeigelaufen. Wie oft haben wir uns hierher geportet? Wie oft? Papa, Idukuma. Oh. Heißt das, wir kommen ganz nach unserem Papa? Wir haben ja auch die Nase voll von den Alps, ne? Fatih, wo bist du? Hallo. Bist du da? Da? Da ist er. Wir haben kein Licht. Moment, das ändern wir sofort. Glaube ich. Ja, schon besser. Hallo. Vater. Jax, du lebst. Es ist also wahr, was man sich über dich erzählt. Ich hatte nicht zu hoffen gewagt. Du hast das Elex abgesetzt? Ich versuche es, mein Junge. Es ist schwierig, die Balance zu behalten. Ich schätze, es ergeht dir nicht anders. Der Entzug ist... In der schlimmsten Anfangsphase war ich bewusstlos. Es geht dir gut. Nur das zählt. Sag, wie ist die Lage da draußen? Oh. Papa ist der Beste. Der Krieg nähert sich seinem Höhepunkt. Was magst du hier bei den Separatisten? Zuerst seine Frage. Also, der Krieg und so, ne? Der Krieg nähert sich seinem Höhepunkt. Noch ist er nicht entschieden. Ich habe es gesehen. Draußen vor den Toren des Eispalastes sammelt der erste Elexitor Tarek seine Truppen. Nicht mehr lange und er wird ausrücken. Wir müssen das verhindern, sonst wird unser Volk untergehen. Was machst du bei den Separatisten? Was machst du hier bei den Separatisten? Ich hatte keine andere Wahl. Ich habe bis zuletzt versucht, Tarek von seinem Plan abzuhalten. Es ist Wahnsinn und Tarek kennt das Risiko. Doch er ist schon zu verblendet, um die Wahrheit zu erkennen. Der eingeschlagene Weg wird zum Untergang unseres Volkes führen. Untergang unseres Volkes? Untergang unseres Volkes? Was genau meinst du damit? Tarek hat fast gänzlich seinen eigenen Willen verloren. Jede noch so kleine Entscheidung lässt er sich vom Hybriden genehmigen. Er ist nur noch ein Werkzeug, das ohne Rücksicht auf unsere Direktive handelt. Schön. Tarek wird bald alle unsere Maschinen und Soldaten gegen die freien Menschen marschieren lassen. Wie viele Soldaten werden sterben, bis wir unser Ziel erreicht haben? Ich sage, das ist Selbstmord. Wir brauchen alternative Wege. Ist die oberste Direktive denn nicht... was? Ist die oberste Direktive denn nicht, das Elix dem Hybriden zu bringen? Achso, ja. Ein starker Wille ist es doch, was die Menschen von den Alps unterscheidet. Ist die oberste Direktive denn nicht, das Elex dem Hybriden zu bringen? Ja, aber das war sie doch nicht allein. Was ist mit dem Erlangen von Wissen? Was ist mit der Evolution? Was ist mit der Erforschung der Natur des Elex? In den letzten Wochen hat sich vieles am Hofe des Eispalastes geändert. Aha. Seit du fort bist, sind diese Teile der Direktive nur noch Relikte einer Zeit, wo es um den Erhalt unserer Art ging. Das ist vorbei, glaub mir. Es zählt nur noch der Wille des Hybriden. Mhm. Zu viele Soldaten sind schon gestorben, als dass ich so noch an eine Zukunft für unser Volk glauben kann. Der Hybrid ist Perfektion, die Krone der Evolution. War das nicht immer so? Der Hybrid ist Perfektion, die Krone der Evolution. War das nicht immer so? Ich habe mittlerweile berechtigte Zweifel daran, mein Junge. Mhm. Es hieß, wir sollten Opfer bringen.
Doch mit dem Tag deiner Exekution endete meine Loyalität. Ich opfere nicht meinen eigenen Sohn für die Ideale einer Maschine. Oh, Papa ist echt der Beste. Oh. Ein starker Wille ist es doch, was die Menschen von den Alps unterscheidet. Mutanten von den Alps unterscheidet, so. Ein starker Wille ist es doch, was die Mutanten von den Alps unterscheidet. Stark, ja, aber frei? Du weißt genau, welchen Preis ein Alp bei seiner Berufung zum Elexitor bezahlt. Wenigstens eine Erinnerung, Gott sei Dank. Jetzt wird wieder etwas heller. Genau jetzt geht nämlich die Magnesiumfackel aus, ne? Ein weiteres Mal, ein Jahr vor der Exekution. Oh, aber voll cool. Gerufen, Meister? Unsere Feinde sind im Vormarsch. Die Gemeinschaften der freien Menschen bedrohen die Grenzen unseres Landes. Wir müssen unsere Kräfte bündeln. Es ist an der Zeit, das Kollektiv um eine weitere Stimme zu erweitern. Ich werde einen weiteren von euch in den Stand des Elexitors berufen. Du, Kallax, hast viel erreicht und hast dich dafür als würdig erwiesen. Bist du bereit, ab heute den Elexitoren beizutreten und der Maschine zu dienen? Ja, Meister. Ich bin bereit. So sei es. Öffne deinen Geist und vereinige dich mit mir. Willkommen im Kollektiv, Elexitor von Xarkor. Du und auch dein Bruder seid lange Zeit die stärksten Kämpfer am Hofe gewesen. Und das habt ihr einzig eurem eisernen Willen zu verdanken. Niemand war in der Lage, euch das Wasser zu reichen. Doch sieh dich an. Heute bist du ein Geächteter und Kallax ist nun allein die Speerspitze der Alparmee. Mal kurz Ende. Eine neue Fackel. So, schon besser. ich habe den Verdacht, dass jemand einen Fall im Eispalast geplant hat. Jo. Ich habe den Verdacht, dass jemand meinen Fall im Eispalast geplant hat. Wie kommst du nur auf so etwas? Meine Havarie. Meine Exekution. Das war doch kein Zufall. Du, Jax, warst der Einzige, der den Erhalt deines freien Willens einer Beförderung zum Elexitor vorgezogen hat. Jeder andere, dem diese Ehre zuteil wurde, hat sie auch wahrgenommen und ist nun ein verlängerter Arm des Hybriden. Mag sein, dass jemand deinen Sonderstatus als Problem ansah. Doch wer? Ich weiß es nicht. Vielleicht unser eigener Bruder. Vielleicht hat der einfach... Oder der Hybrid selber, weil wir ihm nicht gehorcht haben. Was ist mit dem Eremiten? Was ist mit Saddam? Was ist mit dem Eremiten? Was ist mit Saddam? Er hat möglicherweise etwas mit dem Angriff auf meinen Gleiter zu tun. Selbst wenn, dann hätte er das aus anderen Gründen getan, als dich aus dem Eispalast zu befördern. Saddam wollte schon immer der erste Elexitor werden. Alles, was er jemals getan hat, zielte darauf ab. Er hat doch kein Interesse daran, einen loyalen Commander aus dem Weg zu räumen, der gar nicht Elexitor werden will. Warum dann der Angriff auf meinen Gleiter? Saddam muss gewusst haben, dass ich an dem Tag nach Idan fliegen würde. Er muss gewusst haben, welchen Auftrag ich hatte und wie er meinen Gleiter zum Absturz bringt. Zu dem Zeitpunkt, als du deinen Auftrag vom Hybriden bekamst, war Saddam schon lange im Exil. Wie sollte er also all das hier draußen erfahren haben? Jemand, der zu der Zeit im Eispalast war, muss es ihm gesagt haben. Wer weiß. Saddam selbst war es jedenfalls nicht.
Was ist mit meinem Bruder Kallax? Was ist mit meinem Bruder Kallax? Das glaube ich nicht. Außerdem ist er ein Elexitor und konnte dir immer direkte Befehle erteilen. Du warst ihm weder im Weg, noch hatte er Grund, an deiner Loyalität zu zweifeln. Hä? Deine Exekution befahl er lediglich, weil die Direktive ihn dazu zwang. Was ist mit dem Hybriden? Was ist mit dem Hybriden? Unsinn. Die Maschine hat doch von deinen Leistungen am meisten profitiert. Man tötet doch nicht sein bestes Pferd im eigenen Stall. Was ist mit dem ersten Elexitor Tarek? Möglich. Aber ich sagte ja, er ist nicht mehr ganz der Alte. Und für eine Intrige dieser Art gegen den Willen des Hybriden wäre er nicht mehr stark genug. Wer könnte es dann gewesen sein? Ich weiß es nicht. Du solltest dich jetzt besser auf deine aktuelle Situation konzentrieren, Jax. Wenn es überhaupt einen Verräter gibt, wirst du seinen Namen kennen an dem Tag, an dem du die große Rampe des Eispalastes wieder emporschreitest. Wo ist Kallax? Wo ist Kallax jetzt? Dein Bruder weiß, dass du noch lebst. Er ist auf der Suche nach dir. Er will vollenden, was er angefangen hat, bevor er selbst Opfer der Direktive wird. Darum ist er auch allein unterwegs. Ich hörte, dass er in den an Xakor angrenzenden Gebirgszügen von Abessa auf eine Nachricht seiner Späher über deine Aktivitäten wartet. Er beobachtet das Land und wird zuschlagen, wenn er dich aufspürt. Na, großartig. Nicht, wenn ich ihm zuvorkomme. Mir wäre lieber, dass ihr euch einigt, statt euch zu bekämpfen. Dazu ist es wohl ein wenig zu spät. Es muss doch einen Weg geben, ihn aus den Klauen des Hybriden zu befreien. Rede mit ihm. Er ist verblendet, genauso wie Tarek. Ich bin nicht mehr der Stärkere von uns beiden. Also sollte deine Sorge besser mir gelten. Geh zu deinem Bruder, Jax. Versuche dein Bestes. Meine Gedanken werden euch beide begleiten. Das wäre mir auch lieber. Lieber Kallax als Freund als als Feind. Wirklich. Das wäre mir persönlich auch viel lieber. So, endlich wieder Licht, ne? Jetzt ist wieder die Magnesiumfackel vorhin ausgegangen, tut mir leid. Aber wie gesagt, mir persönlich wäre es auch lieber Freund statt Feind. So war ich schon immer. Bruderliebe. Das ist auch praktisch, gleich in der Nähe. Die Straße entlang und hier hoch. Okay, werden wir schon hinkriegen. Das wird schon klappen. Irgendwie. So. Da haben wir ein Opfer. Komm her, Schakal. Au. Passt. Und her mit deinem Loot. So. La, 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 la. Da haben wir noch einen. Ich hab dich schon gesehen. Au. Achso, das ist ein Müller. Kein Schakal. Zack. Zack. Passt. Hin ist er. So. Lalilalala. Ahui. So. Da oben haben wir noch einen. Könnte ein Schakal oder ein Hornwolf sein, aber auch ein Wühler. Ah, der wühlt. Na, ist eine Ratte. Ganz was anderes. Fast erledigt. War nur eine Ratte. Okay. Den da drüben machen wir nicht. Diese Fardum. Heißt die so? Partum. Viecher da, die sind zu grob. Die sind mir eindeutig zu grob. Boah, jetzt treffen wir Kallax gleich wieder. Ich bin voll aufgeregt. Da oben drin? Da waren wir ja schon. Okay. Mal schauen, ob er von Gegnern umzingelt ist. Ich bin gerade echt froh, dass wir hier schon erkundet haben. Somit sind uns einige Gegner jetzt erspart geblieben, glaube ich. Ich denke mal, wir werden speichern.
Mal so ganz am Rande. Bevor hier noch ein Blödsinn passiert. So. Passt. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Brüderchen. Hallo, Brüderchen. Na, wo bist du? Da oben. Da ganz oben. So. Noch ein Stück hoch. Oh, geht's hier aus. Na, geht's nicht aus. Lol, lustig, haha. Ja, wird schon werden. Kein Stress. Habe ich hier was übersehen? Schaut nicht so aus. Hui! Jetzt haben wir's. So. Was tot ist, sollte auch tot bleiben. Man sagt, du stehst jetzt auf der Seite der Menschen. Noch ein weiteres Vergehen gegen die Direktive. Du selbst hast dagegen verstoßen. Sonst wärst du nicht hier, um dein Versagen bei meiner Exekution zu korrigieren. Du hast es mir nicht leicht gemacht, dich zu finden. Untergekrochen und verborgen in den Kellern der Pestratten dieser Welt. Was sagen deine neu erworbenen Emotionen dazu? Bist du jetzt stolz? Oder zitterst du vor Angst, weil du weißt, dass nun dein Ende naht? Gefühle können dich täuschen, aber sie sind auch von Nutzen. Ich verspüre ein gewisses Gefühl der Rache. Sie ist eine mächtige Triebfeder, auch wenn sie irrational ist. Irrelevant. Dein Kapitel ist hier zu Ende und unsere Herrschaft über die freien Länder beginnt. Ja, eine Herrschaft des Kollektivs, ohne Freiheit des eigenen Willens. Ihr denkt, das sei der einzige Weg, zu wahrer Perfektion zu gelangen. Doch ich glaube, dass da noch mehr ist. Ich habe viel hier draußen in den Ländern der freien Menschen gelernt und beginne zu begreifen. Nein, Jax. Was du nicht begreifst, ist, dass du selbst schon lange ein Teil des Kollektivs bist, obwohl du nie den Code zum letzten Shot bekommen hast. Unsinn, ich war nur ein Alp-Commander und habe nie die Robe angenommen, die du trägst. Unwichtig. Ich werde nun meinen Fehler korrigieren und nichts wird dich dieses Mal retten, Bruder. Oh oh. Dein Ernst jetzt? Der Freck hier. Aha. Hey, wie gemein. Alter, da war ein Kampfkoloss. Also eine Kriegsmaschine halt, ne? Ich glaube, wir sollten das vielleicht noch lassen. Das ist ein bisschen zu heftig. Ich glaube, wenn wir die neue Rüstung haben, plus Helm, wenn wir es uns dann mal leisten können, ich glaube, dann würde ich es wieder probieren. Aber momentan ist, glaube ich, Feierabend hier. Da brauche ich, glaube ich, nicht einmal probieren. Da kriege ich so viele Watschen, dass ich mich davon nicht erhole. Gut, ich glaube, wir werden uns was anderes suchen derweil. wie wäre es zum Beispiel mit einem defekten Gleiter? Reaktorspule. Ich würde sagen, probieren wir das mal. Also zurück ins verbotene Tal. Besser wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, ist mir, glaube ich, jetzt auch schon lieber. Nein. Puh, also das mit Kallax, das dauert jetzt noch ein bisschen. Wie viel Kohle haben wir denn mittlerweile? Also wie viel Elixit? 7000, vergiss es. Was hat die gekostet? 10.000, 20.000, irgendwie sowas herum, ne? Auf jeden Fall sauteuer. 12.000, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall arschteuer. War da nicht irgendwas mit radioaktiv? Ich muss darüber, ne?
Wenn ich mir jetzt so ein Essen reinhau, was die Strahlung verringern tut. Giftresistenz. Ist das jetzt Gift oder Strahlung? Gift, oder? Ich glaube Gift. Oje. Ach so, eine Fummspinne. Weiß, die hässlich. Aha. Und weg. Passt. Das mit dem Gift hätten wir, ne? Das war ja gar nicht mal so schlecht jetzt. So. Passt. Gibt's hier was für uns? Ja. Elixit. Sehr gut. Ich würde sagen, speichern. So. Ja, bitte. Und dann hatschen wir weiter. So. Okay, also, wie gesagt, Kallax machen wir ein bisschen später. Der Gute ist uns ein bisschen noch zu, ja, überlegen. So. Ich glaube, da liegt was für uns. Ja. Sehr gut. Kling, kling, kling. Und dann müssen wir hier rauf noch. Hui, ich mag das Jetpack. So. Ah, da vorne haben wir ein Viechlein. Das bringen wir schnell um. Ein Raptor. Passt, erledigt. Sehr, sehr gut. So. Ein beeindruckender Zeuge der alten Welt. Das Gebäude scheint einst eine wichtige Funktion besessen zu haben. Ich frage mich, was sie gewesen sein könnte. Ein Geheimlabor, hat er erzählt. Den Beißer machen wir auch kaputt. Da vorne ist noch ein Raptor, den machen wir auch gleich hin. Ich sollte was essen. So. Ein Rudelführer. Au, au, au. Der Rudelführer tut weh. Au, au, au. So. Dann gibt es hier noch irgendwelches Getier. Schaut ruhig aus, ne? Ah, da vorne haben wir ja sowas, ne? So ein Ungetüm. Na schön, also wir speichern wieder. Ich glaube, ich darf mir vielleicht erlauben, zu versuchen, dieses Viech noch umzuhauen. Ich weiß, sie werden dann mehr als 25 Minuten zusammenbringen. Aber ich, oh, vergiss es, ich habe nur mal 15 von dem Zeug. Das wird, glaube ich, nichts. Außer es lädt nochmal nach. Werden wir sehen. Probieren wir es einfach mal. Ein Zyklop. Achtung! So. Aha, da haben wir einen Rotmolch. Ich hoffe, sie kann ihn besiegen. Wir machen uns dabei mit dem Viech da hinten her. Ja, kommt mir mal näher, das mag ich überhaupt nicht. Ja, schieß, schieß, schieß. Mehr schießen, mehr schießen, mehr schießen. Ja. Der brennt schon mal. Okay. Das war nix gute Idee. Warum schleicht denn jetzt? Er sollte eigentlich laufen und nicht schleichen. Ich hoffe, wir sind stark genug. Na, sind wir nicht. Okay, vergiss es. Also, da muss ich Munition erst holen gehen. Das machen wir später. Ein
besten... Naja, später ist auch blöd, ne? Jetzt wären wir gerade hier. Egal, schauen wir uns das Gebäude dann an. Den Kerl schaffe ich dabei nicht. Weil mir die Munition fehlt. Okay, egal. Wünsche werden. Ihr Lieben, dann belassen wir es für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!